Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und mit mir Spiegel. Gesundheit, die Mathilde. Ah. Wir sind wieder zurück in den Abschaumtiefen, in diesem großen Dungeon mit unseren beiden Kumpels, mit Horst und Peter. Horst und Peter. Peter. Müssen ganz wichtig auch, dass es Peter ist und nicht Peter. Okay, Peter. Wie geht's denn hier weiter? Klettern nicht möglich. Müssen wir bestimmt hier wieder irgendwie Wasser reinlassen, oder? Ja, hier ist so eine verdächtige Fackel. Das sieht hier so aus, als ob das so ein Schalter wäre. Ja, also sowas zum Hochdrehen. Hm. Ah, ich hab's gesehen. Ich, der beste Bogenschütze ever. Lass mal den Meister fahren. Hab doch getroffen. So, jetzt kommen wir da wahrscheinlich hoch, ne? Ob da hinten auch noch was ist? Wirklich. Lass uns ruhig hier erstmal weiterschauen. Horst und Peter. Ja, die kommen auch gleich, oder? Ne? Hört auf, weniger nett zu klingen. Ah, einer ist jetzt da. Deiner ist da. Peter. Peter? Wo ist Horst? Horst ist auch da. Gut. Da ist Horst. Oh, Skelett links. Jo. Die Waffe wollte ich mal testen gegen Skelett. Ah, bringt nichts. Hm. Ja, Peter ist ein bisschen komisch. Der komische Peter. Da hinten ist noch einer. Und da oben rotzt was. Oh. Lass uns erstmal runtergehen und das Skelett machen. Sehe ich auch so. Vertraue diesem Rotze-Ding da oben nicht so ganz. Nee, das sieht grüner Rotz ist wohl bestimmt. Oh, ich bin verkrüppelt. Ich setze jetzt mal die Giftpfeile ein. Können wir es vergiften? Jo. Oh, wie soll man das schaffen? Also vergiftet schon mal schon für 10. Schieß mal weiter auf es ein, ne? Also es rotzt auf mich, von daher ist es vielleicht nicht schlecht. Versuch mal zu pieken. Komm ich da rein? Ah, mehr als Stufe 10 geht nicht. Säurebad! Au! Das ist ein scheiß Gegner. Schieß auf ihn, ich lenk ihn ab. Was ist das denn? Endlich darf ich auch mal was machen. Aua! Okay, man kann
nur auf Aua, den Weichen. Scheiße, ich bin fast tot. Weiß nicht warum, aber der ist voll auf mich eingeschossen. Hatte ich? Ja, der hat ja immer auf mich eingerotzt. Toll, ich wurde durch das Relikt des Abgrunds getötet. Jetzt habe ich immer noch die Aufgabe, Relikt des Abgrunds zerstören. Und das Lager ist voll und ich habe keine Pfeile mit. Das tut mir leid. Was mache ich denn jetzt? Das tut mir wirklich leid. Das möchte ich fallen. Oh. Dein Bogenschütze scheint noch hier zu sein. Kann das sein? Okay. Ich kann ihn... Ja, also für mich... Du kannst rauskommen, ich kann da ja jetzt nichts machen. Ich komme da nicht hin, ich kann mein Zeug nicht holen. Ich kann hier auch nichts schlachten, weil ich keine Ausrüstung habe. Das Wasser steigt. Okay. Scheiß Salzsäure. Ah, Mann. Scheiße, ich hätte meine Bettstatt im Dungeon hinlegen sollen, ey. Tja, was soll ich denn mitnehmen? Was ist das Wertvollste von dir? Auf jeden Fall das Schwert. Das hier? Ja. Was ist das denn? Nimm mal die Schädel auch mit. Die leuchtende Essenz, das kriege ich, wenn ich was opfere. Okay. Mithrakreuz. Warte, packst da irgendwie Sachen wieder. Wenn du es so rüberpackst, dann wechselst du das mit deinen auf. Ach echt? Ja. Das ist ja doof. Was denn ein tolles Stab des Triumph irgendwas? Klingt doch gut. Keine Ahnung. Hab ich noch nicht gesehen. Oder habe ich jetzt einfach was von meinen aus deinem Inventar genommen? Mann. Müssen wir es nochmal in einer zweiten, nicht aufgenommenen Folge machen, dass wir da nochmal reingehen. Ach, die Knochen lasse ich da. Mein Gott, Knochen kriegen wir. Ich glaube, Ausrüstung hier, sowas habe ich noch nicht gesehen. 100-jähriges Ei. Haben wir auch schon ein paar. Ja, ich nehme mal nochmal Rüstung. Ah, hier der Verband kannst du mitnehmen. Scheiße, Rüstung nicht überladen. Dann musst du mir neue Rüstung machen. Ich mache mich einfach schon mal auf den Heimweg. Scheiße. Du sagst das. Das hat ihr Folgen so. Ja, das macht er ja nicht.
Warum nicht? Keine Ahnung, hat seine Tage. Ja, dann war's das eben mit Peter. Mathilde ist jetzt traurig. Schauen wir mal. Können die Autos nicht auch noch was nehmen? Ja. Hier, das mal. Das. Er zeigt mir sein Inventar nicht, aber okay. Nicht genug Platz im Inventar. Du verkackter Sklave. So, ein Arschloch. Hier, du hier. Peter. Mir folgen. Oh, das geht. Ah, Peter, hast du nichts in die Hand gepackt. Das ist super. Kann ich Peter... Eigentlich war... Ach nee, Peter hat ja seine ganzen Pfeile so blöd verschossen. Stimmt ja. Dann... Idiot. Den behalte ich mal. Dann kriege ich so noch ein bisschen was mit. Ist doch gut. Den der Bogen ist ja schnell gemacht. Ja, den Bogen brauchst du nicht. So, dann tauschen wir mal, Peter. Jetzt haben wir wirklich nur so uninteressante Sachen. So Knochenpfeile kann man sich jetzt zig wieder tausend selber machen. Hier das vielleicht nochmal. Okay. Nicht? Okay, bin bei 99, mehr geht nicht. So, Männer, folgt mir mal. Wir müssen mal gucken, wo wir hier rauskommen. Da muss ich den ganzen Scheißweg wieder zurücklaufen. Zurückkehren zur Oberfläche. Ja. Peter und Horst? Wo seid ihr denn? Ach, die tauchen bestimmt gleich auf, die Idioten. Ich bin jetzt irgendwo abgelegen am Rand, okay. Ah, hi. Ah, hier brauche ich nicht lang. Hier komme ich nicht lang. Ich glaube aber dein Sklave ist nicht dabei. Wir werden es ja sehen. Vielleicht kommt dein Sklave ja zu dir. Nö, mir folgt niemand. Aber ist praktisch. Ich muss ja eh noch Eisenwerkzeuge machen. Ich glaube, deinen habe ich nicht dabei, oder doch? Oder nee, oder doch? Doch, habe ich dabei. Schade, ich mache trotzdem welche. Da ist ja noch mehr Wüste. Da will ich nicht hin, ich bin nach Hause. Ich würde sagen, wir machen es einfach ein paar Folgen nochmal. Ja. Jetzt nicht unbedingt nächste Folge, aber ich würde sagen, vielleicht so in 3, 4, 5 Folgen nochmal. Ja, man kann das ja, wenn auch, so nochmal machen. Das muss man ja vielleicht nicht aufnehmen. Ist ja blöd, das zweimal zu zeigen. Ihr könnt es uns ja in die Kommentare schreiben, ob es für euch okay wäre, das nochmal zu sehen. Genau, wir lassen... Wenn nicht, dann machen wir es einfach mal so, offscreen sozusagen. Das finde ich gut. Wir lassen das einfach die Leute entscheiden. Das ist, finde ich, eine super Idee. Ja? Gehe ich mit. Muss ich nur hier irgendwie runterkommen. Da leuchtet's komisch. Ah.
anscheinend. Ich bin auf jeden Fall zu Hause. Ups. Das ist bestimmt verflucht. Ja, das glaube ich auch. Da gehe ich mal nicht hin. So, Horst, wie hat es dir gefallen? Bist du aufgestiegen? Kannst du aufsteigen, weil du bist Stufe 0? Aber ich kann jetzt den... Oh, ich kann den Herd machen. Endlich. Ach du Fuck-Kacke. Ich bin ja beim Dafari-Lager wieder rausgekommen. Hm. Ach, Mann. Komme ich nicht irgendwie außen drum vorbei? Nee. Ich guck mir das dann doch nochmal anders an. Ich hab da keine Lust, mich nochmal durchzukämpfen. Das ist verflucht. Ah, hier ist eine unsichtbare Wand, die glitzert. Da ist bestimmt die Karte zu Ende. Ja, leider. Was passiert, wenn ich dagegen gehe? Wehe, du stirbst. Nein! Alter! Was hatte ich gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Wehe, du stirbst. Was macht Heinrich? Nein, mein Zeug liegt jetzt da. Alter! Oh nein! Ah! Oh. Ich gebe mal keinen Kommentar ab, ne? Nee. Ey, dass man stirbt. Ich hätte jetzt gedacht, dass du Schaden kriegst. Dass man in solchen Spielen sowas einbaut, ist ja, weiß ich ja, das ist ja, das macht man ja auch, ist ja okay, aber dass man gleich gekillt wird, das finde ich ja echt heavy. Kann der schleichen? Nee, wahrscheinlich nicht hier, ne? Jetzt ist mein ganzes Zeug und dein Zeug auch da. Da komme ich noch nie im Leben vorbei. Was ist denn das? Nee, ich muss wieder komplett durchs Safari-Lager. Und dann rechts vorbei. Nö, schleichen kann man nicht. Du-bidu, du-bidu. Kannst du irgendwo oben lang klettern? Ja, ich kann es versuchen. Jetzt habe ich eh erstmal Dafari Leute, Freunde hinter mir. Machen wir jetzt mal ein paar Häuschen. Dann haben wir nämlich schon einen. Klettern wir ein bisschen am Rand lang. Tut mir bitte alle einen Gefallen, guckt nicht He-Man zwischen die Beine, das gehört sich nicht. Alter, nee, ne? Ich wäre hier doch irgendwo am Rand lang. Hätte das funktioniert? Nee, leider nein. Ich muss nochmal außen rum. Aber dann habe ich nicht das ganze Dorf hinter mir, dann habe ich halt nur zwei, drei Typen hinter mir. Wenn ich Glück habe.
Also Schleichen bringt dir hier nichts, weil die... Du wirst sofort gesehen. Uhu, hi. Ich bin He-Man. Hey! He-Man. Du bist der Held in deiner Welt. He-Man. Ich hoffe, die haben nicht so gute Ausdauer. Hui, ich bin weg. Und ich hoffe, meine Leiche ist jetzt noch vor dieser grünen Leuchtewand und nicht hinter der grünen Leuchtewand. Das wird schlecht. Keine Angst, ich komme gleich wieder und töte euch alle. Ah. Ja, ich bin noch kurz davor. So. Was machen denn unsere Tiere? Ja, denen geht's bestimmt ganz gut. Warum bin ich jetzt auf einmal überlastet? Oh, die sind fast fertig. Oh, da ist ja auch ein Koko drin. Klausi. Ah ne, du heißt ja Horst. Entschuldigung. Sei nicht beleidigt. Horst, folg mir einfach mal. Hm? Komm her, Horst. Guter Mann, guter Mann. So, dann jetzt metzeln wir die nur am Eingang und dann machen wir Kletterpartie, Horst. Kannst du klettern? Konnten die klettern? Ja, ne? Ja, die sind da irgendwie hochgeflutscht. Ja. Solange sie flutschen, alles gut. Ich würde echt gerne mal gucken, was passiert, wenn ich in diesem Marker was mache, aber irgendwie... Oh! Hä? Oh. 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 Ach, nur weil Peter... Hinter mir! Das ist noch lange nicht, dass da was ist. Wo kommst du her, Süßer? Schreit's einfach irgendwie hinter dir. Oh, man weiß gar nicht, von wo der kam. Hey. Hab ich ein Herz? Hm. Keine Ahnung. So. Ich bin immer noch überlastet. Das ist natürlich schlecht. Meine Herzen schmeiße ich nicht weg. Oh, es gab abtrünniges Fleisch vom Gegner. Vom Endgegner. Spinn überlastet. Schön. Ja, wir gehen da ja nochmal hin. Ja, tut mir leid, ich bin gerade einfach ein bisschen frustriert. Nee, ist ja verständlich. Wäre ich auch. Hat man sich gefreut und dann... Ja, das nächste Mal packe ich einfach meine Bettstatt in den Dungeon. Ja, besser ist es. Und die alle paar Meter mitnehmen. Das hat auch, ja, glaube ich, einer von euch in den Kommentaren geschrieben. Uye! Kawasaki! Ach, du bist auch da. Ich kümmere mich derweil um die Ziegelproduktion. Oh. Kann ich widerstehen. Ach siehst du, ich kann ja auch ein Herd bauen. Oder lernen jetzt mal. So, Horst, wir klettern jetzt. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Ich will nach Hause. Wir müssen Mathilde beruhigen. Aufmuntern. Soll ich mich schon mal ausziehen und aufs Bett legen?
Das kannst du, glaube ich, in dem Spiel machen, aber ich glaube... Ja, kann ich. Weitere Interaktionen werden da nicht folgen können in diesem Spiel. Oh nein, Ausdauer. Und Aua. Juhu, ich kann ein Herd machen. Ja, ich habe den Herd gelernt. Ich habe den Herd gelernt. Ich hab den Herd... Frauen mögen Herde. Ich freue mich darüber, weil ich uns deswegen jetzt besseres Essen herstellen kann. Das bedeutet bessere Heilung. Aber du denkst ja wieder nur in Klischees. Typisch Mann. Ich habe ein Herd gebaut. Ich habe ein Herd gebaut. Nee, erstmal habe ich den gelernt. Achso, gelernt. Eisenverstärkung und Stein. Oh, dann baue ich den doch mal gleich. Nur ein paar Eisenverstärkungen. La la la. Horst, bist du noch dabei? Horst. Ah, bist vor mir, Streber. Ja, komm her. Du halbe Portion. Jetzt ist die Frage, stell ich den Herd? Oh, ich bin auf dem Dödel. Your heart will be eaten. Ah, keine Zeit. Auf. Weißt du, die Idioten unterwegs. Hey, du! Ja, du! Willst du ein A kaufen? Ja. Jeder hat mich vollgespritzt. Ach, der kann hier noch hin. Zwar ein bisschen eng, aber egal. Wie möchte ich den eigentlich nicht hinstellen? Oder ich stelle ihn nach draußen. Ah, nee, hier ist ja noch Platz. Aha. Kannst du auch so eine Küche bauen? Oh ja, ich mach doch einen Anbau. Wo kann ich den mal hinbauen? Kann ich hier die Wand einfach so wegreißen. Sehr schön. Und weil wir uns ja verbessern wollen, werde ich das jetzt mit Ziegeln bauen. Wobei, nee, den Boden mache ich mit Sandstein weiter. Ach, was? Scheiße, wo ist Horst? Hallo, hast du Horst gesehen? Wo ist Horst? Ah, ich habe vergessen zu sagen, du sollst mir folgen. Okay, mein Fehler. Tut
mir leid, folge mir. Kommst du? Ach komm, wir versuchen es mal ohne Kämpfen weiterzukommen. Lauf, Horst! Ist dein Sklave aufgetaucht? Nö. Scheiße. Warum? Was hatte der alles? Ich hoffe, die wichtigen Sachen hattest du. Oh, der ist nicht mit rausgekommen. Weil als ich das Gebäude verlassen habe, ist der quasi nicht mitgekommen. Hm. Aber ich habe definitiv gesagt, er soll mir folgen. Ja, er ist halt ein Idiot. Ja, das Problem ist, der Idiot trägt deine Rüstungen. Ja gut. Lässt sich jetzt halt nicht ändern. Nee, ich glaube, dann ist der Idiot weg. Außer wir gehen in ein paar Folgen wieder rein, um den Idiot rauszuholen. Das wird eine Rettungsaktion! Genau! Das wird die Rettungsaktion! Rettet Peter! Genau! Die Mission ist nicht einfach, den Gegner zu töten. Nein, wir müssen Peter retten. Aber jetzt nicht sofort, das machen wir ein paar Runden. Also ein paar Folgen später. Rettet Peter. Aktion rettet Peter. Peter Sorgenkind. Das klingt gerade so ein bisschen windig. Ja, es klingt wirklich. Los, Horst, komm. Wir sind, glaube ich, noch einen Fluss müssen wir rüber und dann sind wir da. Horst. Horst? Da, Horst. Und eine Küche. So. Ah, eine Reihe machen. Gesundheit. Ah. Bitte um Verzeihung.
Oh, du bist schon zu Hause? Ja, Überraschung. Oh. Was denn? Da ist ja ein Loch. Ja, da kommt die Küche. Wird's eine Einbauküche? Was schon. Wo bist du denn? Steine. Nur wo soll ich den Scheiß hinschmeißen? Ist in der Truhe Platz? Nein, wir haben immer zu viele Sachen in den Truhen. Ah, hier ist Platz. So, das ist meins, das ist... Oh, ein Turban für dich habe ich noch. Das ist, glaube ich, auch deins. Dann heute ein Messer. Dein Bogen. Kannst du das haben? Giftpfeile. Hier, ich pack dir auch 100 Knochenpfeile noch von mir dazu. Cool. Mein Leuchtestab. Ich geb dir nochmal Leuchtschleim, dann kannst du vielleicht noch einen Leuchtschleim-Scheiß machen. Aber sonst wäre ich soweit erstmal leider mit deinen Sachen fertig. Okay. Ich habe hier noch so einen Tonkrug, was kann man damit machen? Ist das nur Deko-Geraffel oder? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich. Warte mal. Ich mach mal, bau den. Kann man den in der Küche aufstellen? Ja, genau. Ich will nur gucken, ob an den. Ja, das war's. Man kann. Das ist einfach nur ein Objekt, das steht. Gut, dann habe ich noch komisches Zeug, Sachen dabei. Abtrünniges Schwert, Fleisch. Ich weiß noch nicht, was man machen soll. Zum Kochen wahrscheinlich dann, ne? Wahrscheinlich. Oh, bei der Küche kommt ein Strohdach hin. Eine schöne Küche. Mit Ziegeln. Auch mehr Ziegel. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch ganz viel, ja. Ja, ich brauche ja auch noch Ziegel für meinen Tempel, aber jetzt will ich die Küche bauen. Was macht man mit dieser scheiß Silbermünze? Ich habe keinerlei Ahnung. Ich habe leichte Stiefel dabei. Sind das meine? Nö. Ah, ich könnte von dir noch leichte Stiefel haben. Muss ich nur reparieren. Ach, wo hast du denn mein Zeug hingepackt? Das zeige ich dir gleich. Nicht da rein. Wenn er mal eine Kette gibt. So, und zwar in der da, genau. Und dann hast du schon mal leichte Stiefel. Ah, hier ist noch ein makelloser Brustpanzer. Welchen Zustand denn? Gute Frage. Hätte ich mal vorher gucken sollen. Ah, repariere ich den nochmal. Haben wir hier noch was? Oh, bessere Handschuhe. Muss ich auch nur reparieren. 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 Oh, okay, das Objekt kann ich nicht reparieren. Dann musst du es tragen, bis es kaputt geht und dann kannst du es wegschmeißen. So. Aber du hast ja schon ein Oberteil an, wie ich sehe, oder? Ja, aber das ist so gut wie ein Arsch. Der ist auch so gut wie ein Arsch. Dann kannst du nur wegschmeißen, wenn der kaputt ist. Den kann ich nicht reparieren. Die Köpfe, die packe ich in den Mahlstein. Die Truhe, wo die Köpfe sind. Achso, ich weiß nicht, ob man mit diesen Schädeln was anderes noch machen kann. Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn die Kopftruhe? Musst du gucken. Kopftruhe ist voll. Da sind Pflanzen drin. Das
da so viel Pflanzenzeug drin. Ist ja unglaublich. Fuck. Wir haben einen Herd. Ah, ich guck's mir gleich an, warte. Ah, jetzt können wir die Eier benutzen. Ein exotisches Festmahl. Eier hatte ich letztes Mal mitgenommen. Ist noch so viel raus, diese Scheiße brauchen wir nicht mehr. Oh, gekocht. Gereinigtes Wasser. Würzte Steak. Schmackhaftes Festmahl. Und Suppe. So, zeig mal dein Herz. Oh, machst du hier andere Wände? Ja, das sind jetzt Ziegelwände. Ah, weil wir eh schon Ziegelmangel haben, bauen wir jetzt Ziegelwände. Passt. Mir wurde gesagt, dass das mehr Erfahrung bringt, Ziegel zu machen. Stimmt. Da war was. Hm, hm, hm. Ah, hier ist auch eine Werkbank mit Köpfen drin. Da ganz schön viele schöne Köpfe. Ja, sonst bin ich erstmal... Was ist das für ein Stab überhaupt? Ein Stab mit einem Schlangenschädel. Hm. Bringen ihn erstmal meinen Schlangentempel. Und ich glaube, wir können auch demnächst Break machen. Quest. Kann man die Dafari-Kämpfer auch umbenennen? Umbe was? Umbenennen, weil ich weiß nicht, ob ich den nächstes... Wäre cool, wenn das ginge. Ich würde sagen, nee. Nächste Folge machen wir eine ganz entspannte Ressourcenfolge, weil wir brauchen Eisen, wir brauchen Holz, wir brauchen Stein, wir brauchen irgendwie alles. Eisen. Ja, aber dann nehme ich mal Horst mit. Wenn ich Eisen sammle. Und ich brauche wieder ganz viel Marken. Wo ist denn der Leuchtschleim? Ich will einen Leuchtstab haben. Brauchen wir 5? 10? Ach, das bleibt doch so sehr. Zweimal Leuchtschleim. Ah, hier ist noch mehr Leuchtschleim. Und Knochen brauchte man. Einen Knochen brauche ich. Boah, der ist irgendwo. Ah ja, wir haben die Folge noch gar nicht beendet. Ups. Wenn es euch gefallen hat. Ich dachte, wir hätten schon jetzt die Folge beendet. Liken, kommentieren nicht vergessen. Ich mache mir erstmal ein Kapo. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.